Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute soll es um das neue Buch von Guillaume Musso gehen, Die junge Frau und die Nacht. Ist jetzt ganz frisch im Piper Verlag erschienen für 16,99 Euro. Das Ganze hat um die 420 Seiten und ich muss sagen, dieser Musso konnte mich wieder mehr begeistern als jetzt, ich sag mal, seine letzten beiden Bücher. Am besten fand ich ja bisher immer noch Vielleicht morgen und Nacht im Zentralpark. Ich habe ja fast alle schon von ihm gelesen. Und jetzt habe ich halt auch das Aktuelle gelesen und möchte euch gerne meine Meinung dazu sagen. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde nämlich nachher noch das Hörbuch dazu verlosen. Das wurde mir vom Verlag freundlicherweise zu Verlosungszwecken zur Verfügung gestellt. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, es geht hier um Thomas. Er hat sich nach seiner Teenagerzeit, in der in der etwas Schlimmes passiert ist, hat er sich woanders ein neues Leben aufgebaut und ist jetzt erfolgreicher Schriftsteller. Er bekommt aber die Nachricht, dass etwas dort passiert ist, was mit seiner Vergangenheit zu tun hat in seiner Heimat und beschließt dann doch dort zurückzukehren. Also jetzt erstmal, nicht für immer. Und was ihn da erwartet, möchte ich euch gar nicht verraten. Es geht nur darum, dass damals seine Jugendliebe Winka spurlos verschwunden ist. Und das Ganze ist damals an der Côte d'Azur passiert, wo er auch herkommt. Und sie wurde halt nie gefunden. Und er möchte dem Ganzen jetzt endlich mal auf die Spur gehen. Und was ihm da so widerfährt und was er so erfährt, müsst ihr natürlich selbst lesen. Ich muss sagen, der Einstieg in die Geschichte ist mir erst ein wenig schwer gefallen. Ich habe dann auch ein wenig reingehört, also nicht bei dem, was ihr bekommt, das ist original verschweißt, sondern ich habe es auf anderem Wege gehört. Und das Ganze wird auch gesprochen von Richard Barenberg, den ich auch als Hörbuchsprecher sehr toll finde. Ja, auf jeden Fall, als ich dann in der Geschichte drin war, ging es wirklich sehr, sehr spannend weiter. Es war schon fast so ein bisschen in Richtung Spannungsroman-Thriller. Aber es kann auch von Lesern gelesen werden, die keine Thriller mögen. Also es ist in keinem Fall blutig oder so. Also es ist wirklich einfach Spannung und man bleibt halt immer dran und möchte einfach erfahren, was ist damals eigentlich passiert und wer hat mit diesen ganzen Geschehnissen überhaupt zu tun. Ja, wie gesagt, mir hat das Buch wesentlich besser gefallen als so ungefähr die letzten beiden, die mir jetzt so im Kopf schweben, die fand ich nicht so gut. Dieses hat jetzt 4,5 Sterne von mir bekommen, was ja eine sehr gute Bewertung ist. Und daran merkt ihr ja auch schon, dass es mir jetzt besser gefallen hat. Das ist eigentlich so meine Meinung zu dem Buch. Mich konnten die Charaktere fesseln. Der Schreibstil auch, weil er halt spannend gehalten war. Man wollte einfach die ganze Zeit immer nur wissen, was ist jetzt mit Winka und was ist da eigentlich alles passiert und wer hat damit zu tun. Das war also sehr, sehr interessant, weil man die verschiedenen Charaktere ja auch kennengelernt hat und sich eigentlich so bei keinem richtig vorstellen konnte, dass er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und ich fand es sehr interessant und ich finde das Cover dazu auch sehr, sehr mysteriös und gefällt mir echt gut. Ja, das war es so zu meiner Meinung. Wie gesagt, 4,5 Sterne für dieses Buch. Und dann kommen wir jetzt noch eben zum Hörbuch. Wie gesagt, das darf ich an euch verlosen. Die Bedingungen wie üblich, ihr solltet Abonnent meines Kanals sein, ihr solltet 18 sein oder aber im Gewinnfall bräuchte ich dann die Bestätigung von euren Eltern, dass ihr die Adresse rausgeben dürft.
Schreibt mir einfach in die Kommentare, dass ihr gerne dabei wärt und das würde mir eigentlich schon reichen. Und wie gesagt, das Ganze wird gesprochen von Richard Barenberg, den ich mir allerdings immer etwas älter vorgestellt habe, aufgrund der Stimme. Und das Ganze hat eine Hörspieldauer von 526 Minuten, also 9 Stunden noch was, würde ich erst mal schätzen. Es sind zwei MP3-CDs und das Ganze ist ungekürzt. Das finde ich ja bei Hörbüchern immer besonders gut. Und ja, das kann ich euch, wie gesagt, auch absolut empfehlen, da ich beides gemacht habe. Teilweise gehört, teilweise gelesen. Und von daher kann ich euch das Hörbuch auch auf jeden Fall ans Herz legen. Da wir nächste Woche Samstag in Urlaub fahren, würde ich die Verlosung bis Sonntag Mittag 12 Uhr laufen lassen. Sonntag müsste der 7.7. sein. Und dann habe ich nämlich noch Zeit, euch das Hörbuch auch zukommen zu lassen. Also die Verlosung läuft bis zum 7.7.12 Uhr. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr zahlreich teilnehmen würdet. Und es ist ja schon toll, dass der Verlag das so unangefragt zur Verfügung stellt. Und dann würde ich auf jeden Fall an eurer Stelle euer Glück versuchen. Und ja, ihr braucht mir nur in die Kommentare schreiben, dass ihr euer Glück versuchen wollt. Und das war's dann schon. Ja, habe ich sonst noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Ich wünsche euch ganz viel Glück bei der Verlosung und auch viel Spaß beim Lesen, wenn ihr jetzt gerade schon dabei seid. Und wenn ihr es schon gelesen habt, würde ich mich auch sehr über eure Meinung freuen. Ich freue mich ja allgemein immer sehr über eure Rückmeldungen, denn davon lebt BookTube ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin, tschüss!